Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Heute geht es um Trailer-Klischees. Was sind also die auffälligsten Trailer-Klischees überhaupt? Ich werde sie jetzt ein bisschen durchgehen, kurz erklären und dann will ich eure Meinung wissen zu diesen Klischees. Klischee Nummer 1. Der Fade to Black. Also das Blenden auf einen schwarzen Schirm. Das haben wir sehr oft in irgendwelchen spannungsgeladenen Thrillern oder auch Horrorfilmen, dass die Kamera immer ein- und ausblendet zwischen den einzelnen Sequenzen. Ihr könntet mal das nächste Mal machen, wenn ihr ins Kino geht, dann könnt ihr mal anfangen zu zählen. Das ist nämlich ziemlich oft. Warum macht man das? Weil man entweder noch nicht so viel vom Film zeigen will, aber trotzdem auf seine 2 Minuten 30 vom Trailer kommen will, oder man denkt wirklich, dass das Spannung aufbaut, aber in den wenigsten Fällen trifft das zu. Es ist meistens eher nur nervig, vor allen Dingen, wenn man merkt, wie oft die auf schwarz blenden. Nummer 2. Die musikalische Pause. Die musikalische Pause gibt es vor allen Dingen bei Komödien. Bei Trailern für Komödien ist es so, dass ab irgendeinem Punkt gibt es eine Pause, wo die Musik, die sonst im Trailer zu hören ist, auf einmal stoppt und dann kommt irgendwie so ein Spruch, der halt irgendwie super witzig sein soll. Das ist fast schon so eine Beleidigung für das Publikum, um zu sagen so, hey, die Musik hat aufgehört, jetzt wird's lustig. Man könnte es zum Beispiel dann so haben, dass in einem Trailer, ich weiß jetzt nicht, ob es im Hangover-Trailer war, aber nur so als Beispiel, wir haben die ganze Zeit den Trailer und da kommt die Musik und ein paar Szenenbilder und dann hört die Musik auf einmal auf. Du trägst eine Seitentasche? Ja. Hey, das hat Indiana Jones auch getragen. Ihr kennt es, ihr wisst es. Klischee Nummer 3. Requiem for a Dream oder das Stück heißt Requiem for a Tower Movement 2. Jeder, der schon einmal den Fernseher eingeschaltet hat oder ins Kino gegangen ist, kennt die Musik von Requiem for a Dream. Sie wird in so vielen Trailern verheizt, sie wird in so vielen anderen Kontexten verheizt, das ist fast schon so wie Hans Zimmer bei ProSiebens Galileo Einhalt hat, dass immer wieder irgendwo in einem Beitrag kommt. Und Requiem for a Dream ist im Endeffekt genau das für Kinotrailer. Und ich muss sagen, ich habe kein Problem, dieses Stück zu hören. Es hat natürlich absolut nichts mehr mit dem eigentlichen Film Requiem for a Dream zu tun und ist auch eine Anlehnung an ein klassisches Stück. Aber es wird in den Trailern, wenn es eingesetzt wird, richtig gut benutzt. Ich habe einen Link in die Beschreibung reingesetzt, wo ihr mal, da habt ihr den Trailer zu der Herr der Ringe Blu-ray Special Extended Edition Schieß mich tot und da kommt irgendwie ab der Hälfte kommt eben dieses Stück. Für diejenigen, die da nicht draufklicken wollen, und so weiter und so fort. Was mich auch gleich zu viertens bringt. Musik von anderen Filmen im Trailer verwenden. Was macht man meistens, wenn man noch keinen eigenen Score hat, weil es gibt meistens einen Hauptkomponisten und dann gibt es einen Komponisten, der den Trailer komponiert. Zum Beispiel Zach Hamsey hat für Inception den Mind Heist Trailer Score geschrieben. Allerdings mit sehr vielen Anweisungen von Hans Zimmer. Es gibt mittlerweile eine eigene Branche von Trailer-Komponisten und die hocken, glaube ich, auch ziemlich viele hocken bei Hans Zimmer bei den Remote Control Productions in Los Angeles. Anderes Beispiel ist, dass man den Insel-Soundtrack, The Island, Steve Jablonski ist übrigens auch ein Protégé von Hans Zimmer, der hat den Soundtrack für The Island gemacht, Michael Bay-Film. Und das ist dann im Avatar-Aufbruch nach Pandora im ersten Trailer vorgekommen. Dann gibt's auch noch The Bridge of Khazad Dûm wurde für den Man of Steel-Trailer für den ersten verwendet. Ich finde das doch ein bisschen cheap. Ich weiß, man muss einen Trailer schnell rausbringen. Aber dann kann man doch wenigstens noch ein bisschen geklimper, so ein bisschen aus der Konserve rauskübeln oder vielleicht einen von Hans Zimmers Kompagnons fragen. Mensch, kannst du uns vielleicht ein bisschen machen oder sowas, dass wir da wenigstens noch was haben. Das bringt mich zu fünftens. Den Plot des Films im Trailer zeigen. Das ist ein Klischee, was es jetzt immer häufiger gibt in Filmen, weil man irgendwie glaubt, man muss den Zuschauer wirklich jedes Detail brettelbreit erklären. Das ist
Fuck, ist das... Vor allen Dingen, wenn du einen Horrorfilm hast oder eine Liebeskomödie oder so, wo man eigentlich schon weiß, dass es eine 3- oder 5-Akt-Struktur ist und absolut die einzelnen Stationen abklappert. Aber das muss man nicht wirklich im Trailer zeigen. Wenn man heutzutage unter YouTube-Trailern guckt, dann so, oh, this trailer showed the entire movie. I don't have to see the movie now. Und diese Leute haben recht. Da mag ich es lieber, wenn ein Film mehr auf Visuals aufbaut. Zum Beispiel der Star Trek Into Darkness-Trailer war super. Der hat eigentlich nichts über den Plot verraten, hat eigentlich nur mit den Visuals geheizt und ja, das war eigentlich ziemlich cool. Nummer 6. Der Inception Power Chord. Der Inception Power Chord gibt es natürlich seit Zach Hamseys Mind Heist und oh boy, wie sagen die Amis, it got old fast. Weil so viele Leute das jetzt in neuen Trailern eingebaut haben. Ich meine, Green Lantern, Thor, fuck, schieß mich tot, Transmorphers 3, Dark of the Moon. Ja, Transmorphers war Absicht. Jeder benutzt diesen Power Chord. Ja, in Inception-Trailer stand da Pate und man hat sich da einfach schamlos daran bedient und hat das Genius dieses simplen Power Chords einfach mal auf jeden Trailer draufgewichst und es. Oh Gott, das ist mittlerweile ziemlich nervig. Ich find's dann auch spaßig, dass man irgendwie Individualität suggeriert, indem man diesen Ton verändert. Zum Beispiel Dark of the Moon Trailer, der hatte dann kein Dun, sondern der hatte ein Dun 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 Dun. Als würde es einen großartigen Unterschied machen, ob man den Ton jetzt einmal spielt oder fünfmal. Nummer 7. Das Voice-Over. Das ist ein Klischee, das gibt es seit den Anfängen der Trailer. Oft, es gibt eine Stimme, die hat sehr viel Geld damit verdient. In a world flawed with corruption. Ich weiß nicht, das macht man heutzutage weniger. Man geht eigentlich mehr auf so Title Cards, dass es irgendwie in Textform erzählt wird. Aber ich muss immer wieder schmunzeln, wenn dann wirklich sowas kommt wie This summer, get ready. Das machen normalerweise jetzt nur noch so Leute wie Adam Sandler. By the way, have you seen Grown Ups 2? It's amazing. It's amazing. Oh! Okay, das waren jetzt so die 7 Dinge, die mir eingefallen sind. Lasst mich eure Gedanken wissen zu Trailer-Klischees. Welche hat euch gefallen? Welche findet ihr scheiße? Und so, was ist so euer absoluter... Es ist eine ungewöhnliche Frage, aber was ist euer Lieblingstrailer? Welcher Trailer hat euch den Film am besten verkauft und ihr habt euch gesagt, ich bin weg, das muss ich sehen? Alles klar, ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen.